Hallihallo, hier ist Noala Huter mit einem neuen Video, hoffentlich mit einer etwas besseren Tonqualität. Ich habe nämlich ein neues Mikrofon. Ja, heute in diesem Video soll es um die Frage gehen, wie können Sie Ideen generieren für Gruppenstunden, besonders auch Spiele finden, interessante Inhalte für deine Gruppenarbeit dir suchen und finden und dann ausführen. Ja, das ist jetzt auch heute ein Überblicksvideo, das heißt, ich werde sehr allgemein sprechen, jetzt nicht so sehr manche Sachen vertiefen, und ich werde mich jetzt auch erstmal auf Spiele konzentrieren. Gerade was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen angeht, sind ja Spiele das A und O. Also ich glaube, alle, die irgendwie im Entferntesten schon mal mit Pädagogik zu tun hatten, wissen das sehr gut, entweder aus ihrer eigenen praktischen Erfahrung oder zumindest aus der Theorie. Also man sagt ja nicht umsonst, Spielen ist die Arbeit des Kindes, und Spielen ist ja nicht nur für Kinder toll, sondern auch für die Älteren und kann genauso auch für Erwachsene dann eingesetzt werden. Dann mitunter natürlich etwas verändert, aber ja, Spielen ist etwas, was den Menschen bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, bei Bewegungsspielen oder auch eben andere Spiele, die vielleicht auch bestimmte andere Funktionen haben, die sich nicht nur um Bewegung drehen, sondern vielleicht auch noch eine andere Intention verfolgen. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Leute teilweise sehr schwer tun. Ja, was machen wir denn mit den Leuten? Also, das ist vielleicht im Profi-Rahmen nicht ganz so die Frage, allerdings muss man ja auch erstmal dieser Profi werden, und auch da kommt dann vielleicht manchmal so diese Frustration oder Verunsicherung auf, ja, wie fülle ich denn jetzt wöchentliche Aktivitäten oder diese regelmäßigen Angebote, die ich mir da eigentlich so schön ausgemalt habe, was mache ich denn da, wie kann ich denn da Leben in das Ganze bringen? Und wenn ich jetzt mir Spiele angucke und mir überlege, ja, es soll ja auch nicht immer das Gleiche sein, wir möchten eine gewisse Vielfalt haben, wir wollen vielleicht auch mal verschiedene Ziele mit Spielen verfolgen, dann ist es ja durchaus auch wichtig, verschiedene Spiele in petto zu haben. Und erstens, dass es keine langweiligen Wiederholungen gibt, und zweitens, dass auch mal wirklich was dabei herauskommt, was mehr ist, als wir haben uns jetzt ausgetobt und wir hatten ein bisschen Spaß, was an sich natürlich auch schon klasse ist. Das heißt, es bedarf dann teilweise wirklich auch ein bisschen genauerer Überlegungen, wo bekomme ich denn meine Sachen her und können die mir dann helfen, und ja, muss ich da vielleicht irgendwie ein bisschen tiefer in irgendwas einsteigen, bevor ich da auf eine gute Sache komme. Also sicherlich sind die Sachen, die ich jetzt sage, auch auf andere Gruppen Freizeitinhalte zu beziehen. Ich sage jetzt immer Spiele, aber dieses, wie komme ich an Ideen und an Umsetzungsmöglichkeiten, das ist jetzt natürlich da genauso drauf zu beziehen. Also es ist nicht nur auf Spiele zu beziehen. Ja, ganz allgemein würde ich sagen, ja, ist der Kopf. Der eigene Kopf, das erste Mittel, um an Spiele zu kommen oder an Ideen für Spiele und andere Inhalte. Also das heißt, du kannst dir einfach überlegen, erstens, welche Spiele finde ich persönlich toll, welche kenne ich, von welchen Spielen habe ich denn schon mal gehört, habe die vielleicht zwar noch nicht selbst ausprobiert, aber mir hat jemand davon berichtet, ich habe was drüber gelesen, irgendwo. Und dann ist natürlich auch die Frage, was kann ich mir selber ausdenken? Also was erschaffe ich so in mir drin, was dann am besten auch umsetzbar ist? Das heißt, du als Gruppenleitung oder als Initiator, als Initiatorin deiner Aktivität mit einer Gruppe bist erstmal die erste schöpferische Quelle, die du anzapfen kannst. Sicherlich mag das bestimmten Leuten ein bisschen leichter fallen, die vielleicht sehr kreativ sind, die da schon eine gewisse Vorerfahrung haben, die ja gerne Inhalte miteinander verknüpfen, die finden dann schneller was. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und alle anderen sind dann vielleicht auch eher in dieser Verlegenheit, ja, mir fällt ja nichts ein.
Dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Die nächste Möglichkeit ist, wenn ich jetzt allein für mich genommen zu wenig Ideen habe oder irgendwie zu unsicher bin mit meinen Ideen, dann kann ich mich ja mit anderen zusammentun. Das heißt, ich kann andere befragen, ich kann brainstormen, ich kann mich ganz einfach austauschen. Das ist natürlich am leichtesten, wenn ich im Team arbeite. Dann setze ich mich mit meinen Teammenschen zusammen und gucke einfach, dass da ein solides Programm bei rauskommt. Aber wenn man sich jetzt einfach nur zusammensetzt, kommt natürlich jetzt nicht ein Programm raus, was über eine längere Zeit wirklich abwechslungsreich und gehaltvoll ist, wenn man wirklich nur in diesem eigenen Saft schwimmt und sich selbst so befragt. Das heißt, die Befragung von weiteren Medien ist durchaus anzuraten. Im ehrenamtlichen Bereich genauso wie im Profirahmen. Also wir sollten ja auch als ehrenamtliche Gruppenleitungen immer den Anspruch haben, ein schönes und zielgruppenspezifisches Programm zu entwerfen und sollten uns da nicht zu schade sein, auch mal ein bisschen Recherche zu betreiben. Ja, wo kann man denn recherchieren? Also man kann natürlich ganz klassischerweise Bücher befragen. Und ich habe hier ein paar ausgewählte Exemplare da. Also ich habe eine riesige Sammlung und schaue mir die auch sehr gerne an. Und die haben eine ganz unterschiedliche Bandbreite und haben teilweise auch verschiedene Themen. Also es gibt Spezialbücher, die sich manchmal um ja, so Ausschnitte aus dem Gruppenleitungsalltag drehen. Also hier spontane Gruppenspiele mit keinem Material oder fast keinem Material. Oder auch weiter geht's, 44 Spiele zur persönlichen Entwicklung. Das ist ja auch relativ speziell. Also da ist ja auch schon ein bestimmtes Ziel mit angesprochen. Genauso dann sowas, das heißt Bäumig, Waldspiele, Kreuz und Quer. Also das ist dann in diesem naturpädagogischen Bereich interessant. Oder sowas, Ciao, Spielen, Kennenlernen. Das ist dann, wenn man neue Menschen zusammenbringt, vielleicht eine ganz neue Gruppe gründet und so weiter. Oder auch, dass neue Leute in die Gruppe kommen und die sollen schön integriert werden. Ja, Spiele für wenige, das kann auch interessant sein, wenn die Gruppe sehr klein ist. Also durchaus auch teilweise sehr relevant, weil man ja nicht immer eine Riesenmonstergruppe hat oder haben will. Ja, dann gibt es auch viele alte Spiele. Also das hier zum Beispiel, das ist relativ alt. Da steckt aber sehr viel drin. Also man hat da wirklich seitenweise viele verschiedene Spiele mit Skizzen noch dazu und ganz viele Varianten. Also es ist sehr umfangreich. Sehr auf Sport auch bezogen, Bewegung. Und ein bisschen in eine andere Richtung geht dann das da. Das ist dann eher so für Jugendliche und junge Erwachsene. So ein bisschen witziger, spritziger. Also da wird schon deutlich, es gibt verschiedenste Spielesammlungen, die auch ein bisschen unterschiedlich angelegt sind. Und meiner Erfahrung nach ist es gut, einfach eine breite Palette bei sich zu haben, um auch mal schnell was nachschauen zu können. Gerade wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt. Und dann gucke ich eben, okay, ich weiß, da kommen jetzt morgen drei neue Kinder zu uns. Ich möchte jetzt mal ein schönes Kennenlernspiel haben und bin gerade ein bisschen verlegen und kann spontan mir da nichts Gutes überlegen. Dann befrage ich das Buch dazu. Oder ich weiß, wir bräuchten jetzt mal irgendwie einen neuen Impuls in der Jugendgruppe und dann schaue ich in dieses freche Jugendspiele oder so. Also ja, Bücher machen es möglich. Also es gibt wirklich einen Haufen an verschiedenen Büchern zu diesen Themen und gerade auch aus früheren Jahrzehnten teilweise. Und man muss nicht immer die allerneuesten Sachen kaufen, man kann auch wirklich ganz alte Bücher aus der Bücherei ausleihen oder sich irgendwie irgendwoher besorgen vom Flohmarkt. Man ertauscht die in Tauschbörsen. Man kriegt die vielleicht irgendwo geschenkt, wenn die bei Leuten übrig sind und dergleichen mehr. Gerade auch was so ein bisschen,
ja, Sachen angeht, die jetzt nicht so der Standard sind, kann es durchaus spannend sein, sich da extra Bücher zu besorgen. Also sei es irgendwie, man will thematisch in Richtung Mittelalter gehen oder Antike oder sowas, dann wäre es ja spannend, welche Spiele waren denn da typisch und wurden von den Kindern oder so gespielt oder welche Brettspiele sind aus der und der Epoche. Und dann kann man sowas aufgreifen und ein ganzes Thema drumherum spinnen, dass man sich nicht nur um dieses eine Spiel quasi kümmert, sondern das einbettet in einen ganzen Themenbereich und dann vielleicht auch über mehrere Wochen hinweg sich darum kümmert. Ja, und es gibt natürlich auch Magazine, Zeitschriften, irgendwelche Hefte. Also ich habe hier beispielhaft vom Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder ein Spieleprogrammheft rund ums Dschungelbuch. Und da kann man sich dann ganze Programme dann auch angucken mit Liedern, mit Abläufen, wie dann auch diese Spiele eingebettet sind, welches Material benötigt wird und so weiter. Also in einem guten Spielebuch steht sowas dann auch immer drin oder in einem Heft, was brauchst du alles für ein bestimmtes Spiel, woran musst du denken, was ist zu beachten, wenn du jetzt eine kleine Gruppe hast. Genau, also man kann sich da auch Materialien zusammensuchen von irgendwelchen fremden Verbänden oder Initiativen, zu denen man jetzt nicht unbedingt gehört, aber die einfach irgendwelches Material zur Verfügung stellen. Am besten natürlich kostenlos, aber es ist ja nicht immer der Fall und muss ja auch nicht. Also man kann ja für ein gutes Buch oder so auch mal ein bisschen was ausgeben, wenn man weiß, dass man das auch vielleicht öfter benutzt oder andere Kolleginnen und Kollegen dann auch was davon haben zum Beispiel. Genau, dann gibt es natürlich noch weit mehr. Es gibt ja auch irgendwelche kleinen schicken Sachen wie diese Spielekarten, die man dann unterwegs benutzen kann. Also das heißt für unterwegs. Und ja, ist jetzt eher für Kinder. Natürlich gibt es das dann auch für Jugendliche und Erwachsene. Also wenn man sich mal ein bisschen umguckt, dann wird man sowas immer wieder entdecken können. Und die Kunst liegt ja auch vielfach darin, dass man manche Inhalte anpasst an das, was man selber braucht. Und man muss ja nicht immer alles eins zu eins übernehmen. Also man kann ja flexibel umgehen damit und sagen, ja, okay, das gefällt mir jetzt so nicht. Oder es ist für uns nicht so durchführbar, wie es da steht, dann machen wir es einfach anders. Kein Problem. Ja, das Internet ist natürlich eine weitere Quelle. Also sei es in Form von Internetseiten, die Spiele, Geländespiele und so weiter anbieten, vielleicht auch bezogen auf irgendwelche Schwerpunkte. Das heißt, da lohnt sich's auch, sich was rauszusuchen, was auszudrucken. Teilweise ist es auch schön, sich einfach verschiedene Seiten anzugucken und dann immer mal was rauszukopieren und sich seine persönlichen Listen, Übersichten zu erstellen. Weil es ja nicht immer so klug ist, einfach alles irgendwie stupide auszudrucken, was es da irgendwie gibt, sondern schon auch zu schauen, wie sinnvoll ist denn das, was da jetzt angeboten wird und kann ich das erstens brauchen? Ist es so von der Beschreibung für mich verständlich? Ist das vielleicht sehr trivial oder was, was eh schon bekannt ist? Also gerade bei Fangspielen oder so ist die Frage, muss man sich das dann wirklich alles im Einzelnen nochmal ausdrucken oder reicht das, wenn man sich es halt abspeichert oder sich einmal durchliest und dann halt im Hinterkopf behält, wenn das geht. Ja, wenn man irgendwelche Sachen irgendwo gelesen und gehört hat und die jetzt nicht direkt mal eben ausdrucken oder speichern kann, dann ist es schön, wenn man sich vielleicht ein paar Notizen macht. Also wie bei so vielen Sachen kann es durchaus gut sein, sich irgendwie entweder im Smartphone oder im Kalender oder im eigenen Notizbuch da irgendwelche kleinen Bemerkungen dazu festzuhalten, vielleicht auch um dann später noch dazu zu recherchieren. Und vielleicht auch, weil man einen kleinen Einfall irgendwo hatte, also auch immer, man geht gerade am Strand spazieren, ist eigentlich im Urlaub und die Gedanken schweifen, was ja sehr schöne Voraussetzungen für Kreativität sind. Und dann kommt einfach dieser Einfall, oh ja, ich mache ein Langzeitprogramm rund um Krabben und Muscheln oder sowas und dann kommt dann gleich eine Idee zu einem interessanten Geländespiel und so weiter. Also das kann sehr schön sein, wenn man sich dann so ein bisschen fallen lässt und weiterspinnt, was da schon im Kopf vorhanden ist.
Genau, und wenn man das dann in sein Team trägt oder zumindest andere fragt, wie die das finden, dann kann da eben dann auch ein Austausch entstehen und dann kann man ganz eigene Sachen erfinden. Und ja, und dann am besten halt auch testen, ob das so funktioniert. Ja, das sind so ganz grob die Möglichkeiten. Ja, es ist also klar, man kann natürlich auch irgendwelche alten Hasen befragen. Also angenommen, du arbeitest oder bist jetzt in einem Verein und bist da ganz neu dabei und machst Gruppenarbeit noch nicht so lange, dann kannst du auch einfach die anderen Gruppenleitungen fragen, hey, was habt ihr denn so? Also, dass die dann einfach ein bisschen erzählen oder dir vielleicht auch ein bisschen Material in die Hand drücken, weil die vielleicht selber auch so eine Art Gruppenstunden-Tagebuch führen und dir dann das einfach überlassen können oder dass du dir das mal anschauen kannst. Und dann kannst du da einfach was übernehmen. Dann kannst du einen ganzen Inhalt übernehmen und hast einfach ein tolles Programm und weißt im besten Fall auch, dass das gut funktioniert. Ja. Das mal so ein schneller Überblick. Und weitere Details werden dann auf jeden Fall noch folgen. Und ja, bei Rückfragen stehe ich wie immer gerne zur Verfügung. Soweit erstmal von mir. Ciao.